Monster Hunter Fans, aufgepasst! Nintendo hat aus Japan ein wunderbares Paket, bestehend aus 6 Monster Hunter Amiibo, an die deutsche Presseagentur geschickt und die haben es wiederum mir für ein Unboxing zur Verfügung gestellt, damit ich euch die neuen Monster Hunter Stories Amiibo vorstellen kann. Daher schon mal ein großes Dankeschön an alle Beteiligten. Wie mir direkt aufgefallen ist, sind die Verpackungen bei allen, bis auf der ersten, die ich jetzt gerade auspacke, etwas größer, was auch einen Grund hat. Enthalten sind nämlich einmal ein Monster und dann noch ein Charakter, den man auf das Monster setzen kann. Cool, gab's so in der Form auch noch nicht und gefällt mir optisch sehr gut. Meine persönlichen Favoriten sind die Amiibo 2 bis 5. Die erste ist mir ein bisschen zu Standard, muss ich sagen, und bei der letzten gefällt mir das Design nicht. Das liegt jetzt nicht unbedingt an der Amiibo, aber ja, spielt dann natürlich schon eine Rolle im Endeffekt, weil man sich ja doch, denke ich, die kauft, die einem optisch am besten gefallen. Und das wären dann die gleich folgen. Gerne könnt ihr auch eure Meinung zu den einzelnen Figuren in die Kommentare posten. Welche gefallen euch am besten? Welche würdet ihr euch vielleicht sogar holen? Denn teuer sind sie in der Tat nicht, obwohl sie aus Japan importiert werden müssen. Auf Amazon zahlt man da zwischen 16 und 18 Euro, was für einen Import eigentlich echt klar geht, finde ich. So, nun geht's heute aber nicht nur um die neuen Amiibo, denn auch ihr sollt natürlich was von dem Ganzen hier haben. Daher kommen wir nun zu einem Gewinnspiel. Ihr habt die Möglichkeit, viermal Monster Hunter Stories und ein Artbook und einen Schlüsselanhänger zu gewinnen, vorausgesetzt, ihr seid Abonnent meines Kanals. Das Gewinnspiel endet am Sonntag, dem 10.09.2017 um 20 Uhr. Der Gewinner wird in den Kommentaren benachrichtigt und auch noch in einem von mir angepinnten Kommentar und auch von mir selbst verfassten Kommentar genannt, sowie über Twitter und Facebook bekannt gegeben. Alles, was ihr tun müsst, ist ja, eure Meinung zu den Amiibo in die Kommentare posten und mir einen Favoriten zu nennen. Jo, wenn euch die Aktion gefällt, dann könnt ihr natürlich gerne einen Like da lassen. In jedem Fall wünsche ich euch aber noch viel Spaß beim Betrachten der Amiibo. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao! Thank you.